Hallo und herzlich willkommen auf Lyrelda.de. Ich möchte euch heute zeigen, wie man von einer Ebene in der Parameterform, genau dieser da, in die Ebenengleichung in der normalen Darstellung oder die Koordinatendarstellung bekommt. Das erste, was man muss einen normalen Vektor suchen. Einen normalen Vektor, wir nennen ihn einfach n. Und dieser normale Vektor muss senkrecht auf diesen beiden Spannvektoren stehen. Das heißt, n mal 1, 2, 1 muss 0 geben und auch n mal 2, 1, 1 soll 0 geben. Das sind jetzt im ersten Moment zwei Gleichungen. Wie kann ich die lösen? Naja, ich schreibe das Skalarprodukt einfach mal aus. Einmal n1 gibt n1 plus 2 mal n2 plus n3 gleich 0. Und unsere zweite Gleichung wäre 2n1 plus n2 plus n3 gleich 0. Wie ihr seht, haben wir jetzt zwei Gleichungen bekommen. Jedoch steckt in jeder dieser Gleichungen drei Unbekannte. Das heißt, wir haben ein gleiches System mit zwei Gleichungen, drei Unbekannten, was leider nicht eindeutig lösbar ist. Deswegen legen wir nun willkürlich fest, naja, n1 gleich 1. Wenn ich n1 gleich 1 gewählt habe, ergeben sich natürlich neue Gleichungen hier oben. Das heißt, für uns gibt es Gleichung i1 Sternchen. 1 plus 2n2 plus n3 gleich 0 und 2 Sternchen 2 plus n2 plus n3 gleich 0. Jetzt haben wir zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Jetzt können wir das eindeutig lösen. Ich forme die erste einfach um und erhalte hieraus n3 ist gleich minus 2 n2 minus 1. Ich habe einfach minus 2 n2 und minus 1 gerechnet. So, jetzt habe ich also eine Darstellungsweise für n3. Die kann ich hier einfach einsetzen. Wenn ich die also einsetze, steht hier 2 plus n2 minus 2n2 minus 1 gleich 0. Kann ich zusammenrechnen. 2 minus 1 gibt 1 und n2 minus 2n2 gibt minus n2 gleich 0. Naja, ich mache einfach plus n2, dann steht da 1 gleich n2. Es fehlt uns noch n3. Ich setze nun das alles, was wir berechnet haben, einfach direkt irgendwo ein, am besten hier. Und wir kommen direkt auf die Lösung. Also setzen wir das ein. Minus 2 mal 1 gibt minus 2, minus 1, das heißt n3 gleich minus 3. Wir haben n1, n2 und n3 berechnet. Das heißt, unser normaler Vektor wäre n ist gleich 1, 1, minus 3. So, wie kann das sein, dass wir irgendwas willkürlich wählen? Wir haben am Anfang n1 gewählt, n1 gleich 1. Naja, hätten wir da einfach 2 gewählt, wäre jetzt hier rausgekommen 2, 2, minus 6. Das heißt, die Lösung, hier bestimmen wir einfach, welche eine Art der Lösung wir bekommen, aber sie sind alle parallel, das heißt Vielfache voneinander. Nun, ihr seht, dieser Rechenaufwand war schon ordentlich. Es gibt einen schnelleren Weg, um von hier hinzukommen. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Den Trick nennen wir Kreuzprodukt. Na, was soll das Kreuzprodukt bewirken? Das Kreuzprodukt hat die Eigenschaft, dass wenn ich zwei Vektoren nehme und sie kreuz produziere, das heißt, den einen Vektor, den nehme ich einfach diesen Spannvektor, kreuz diesen Spannvektor, dann ist das Ergebnis auf jeden Fall senkrecht zu diesen beiden Vektoren. Und genau das brauchen wir ja für den normalen Vektor. Das heißt, wenn ich
1, 2, 1, Kreuz, 2, 1, 1 ausrechne, dann kommt hier ein Vektor raus, ein Vektor n, der senkrecht auf beiden steht. So, wie rechne ich nun dieses Kreuzprodukt aus? Ihr könnt es ganz einfach machen. Ihr schreibt die Vektoren noch einmal drunter. Also ich habe sie genau kopiert. 1, 2, 1, 1, 2, 1 und 2, 1, 1, 2, 1, 1. Jetzt streicht ihr die oberste und die unterste Zeile durch. Bis jetzt ist schon nicht viel passiert. Und jetzt fange ich an, Kreuze zu bilden. Und zwar 2, 1, 2 mal 1 minus das Gegenstück auf dem Kreuz. Also minus 1 mal 1. Ich mache das nächste Kreuz. 1 mal 2 minus 1 mal 1. Und das letzte Kreuz 1 mal 1 minus 2 mal 2. Und das wäre unser neuer Vektor, wenn wir das ausgerechnet haben. Naja, 2 minus 1 gibt 1, 2 minus 1 gibt 1, 1 minus 4 gibt minus 3. Wie ihr seht, kamen wir auf den gleichen Normalvektor wie schon drüben. Nur der Rechenaufwand und der Schreibaufwand ist deutlich geringer. Deswegen empfehle ich euch, ab sofort das Kreuzprodukt zu benutzen. Aber übt es fort noch ein bisschen. Nun, die Aufgabe war jedoch nicht den Normalvektor zu bestimmen, sondern eigentlich war unser Ziel, diese Parameterform umzuwandeln in normalen Form und in Koordinatenform. Nun, wenn ich den normalen Vektor habe, ist das schon recht einfach. Für die normalen Form e, naja, Doppelpunkt, ihr wisst das, da steht einfach x, minus ein Vektor, der in der Ebene liegt, dann nehme ich einfach unsere Stützvektor, also x minus 1, 2, 0, mal einen normalen Vektor, in dem Fall 1, 1, minus 3, soll 0 sein. Und schon habe ich die normalen Gleichungen da stehen. Ihr seht, wenn ich also da angefangen hätte, das Kreuzprodukt berechnet hätte, ist diese Umwandlung wirklich kein Hexenwerk mehr. Nun, ich wollte auch noch die Koordinatengleichung haben, auch das ist kein Problem mehr. Ich schreibe einfach die Koeffizienten der Koordinatenform sind die Parameter dieses Vektors. Also steht hier einmal x1 plus einmal x2 minus 3 mal x3 gleich. Um jetzt rauszubekommen, was auf der rechten Seite der Gleichung steht, muss ich einen Punkt, der auf jeden Fall in der Ebene liegt, einsetzen. Ich nehme wieder meinen Stützvektor, da liegt der Punkt 1, 2, 0, also in der Ebene. Einmal x1 plus einmal der x2-Wert, der 2, minus 3 mal der x3-Wert. Wenn ich das ausrechne, 1 plus 2 minus 0 gibt 3. Das heißt, x1 plus x2 minus 3x3 ist gleich 3, wäre die Koordinatendarstellung unserer Ebene. So, nun geht auf www.lyrelda.de, schaut euch noch die Übungsaufgaben an, rechnet ein paar und schaut euch dann das Video mit den Musterlösungen an. Danke.